Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ipanex und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic. Ja, und wir machen weiter mit unserem Sith-Krieger. Wir sind ja hier irgendwo in so einem, ja, in so einer Traumwelt gefangen. Wurden ja, keine Ahnung, wir sind fröhlicher Wanderer einfach. Wir hatten ja Kontakt zu... Waren diese Grünpunkte auch schon offen? Die sahen... Die habe ich letztes Mal gar nicht bemerkt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall muss ich erstmal jetzt mal kurz mein Handy lautlos machen. So. Sonst bimmelt das gleich. Wir sollen mit der Besitzerin des Lagers sprechen. Das werden wir jetzt natürlich auch tun. Hier brennt was. Upsa, das war der falsche Knöpfchen. Da unten ist jemand. So. Hier runter. Und ihr seht schon, ich sehe ein wenig anders aus. Ich bin im Arsch. Wie wahrscheinlich manche über Twitter schon mitbekommen hatten. Okay, erst Video. Ich habe lange Zeit auf euch gewartet. Willkommen in meinem Zuhause, Fremdling. Jedi-Meisterin Satil Shan. Als Valkorion wollte, dass ich mein Training beende, meinte er mit euch. Da fragt ihr die falsche Person. Ja, ich biete gleich etwas zu essen an. Drängt mich doch nicht. Ihr habt eine schwere Prüfung überlebt. Setzt euch. Esst etwas. Ich bin gegen meinen Willen hier. Es gibt Leute, die sich auf mich verlassen. Ich muss gehen. Die Leute verlassen sich immerzu auf euch. Sie werden nicht damit aufhören, nur weil ihr nicht da seid. Vieles hat sich geändert, während ihr in Carbonit eingefroren wart. Ich habe den Kampf angeführt, um die Republik vor Sakul zu retten. Aber nichts konnte mich auf diesen Feind vorbereiten. Ich habe versagt. Wieder und wieder. Dieses Lager ist nicht neu. Ihr seid schon länger auf Odessen. Als die Republik vor Arkan kapituliert hat, habe ich mich dem Willen der Macht hingegeben. Ich habe die Kernwelten verlassen und diesen Planeten gefunden. Wir sind schon seit Jahren hier. Und warten. Wir? Ist noch jemand hier? In der Macht sind wir nie alleine. Wir haben euer Erwachen auf Sakul gespürt. Und die Präsenz unseres alten Feindes, der euch führt. Wir waren Zeugen der Siege und Niederlagen, die euch hierher gebracht haben. Als wir euch auf dieser Lichtung fanden, standen wir vor einer Entscheidung. Euch hierher bringen oder euer Leben an Ort und Stelle beenden. Wollt ihr mir sagen, dass ihr mich rein zufällig hier draußen gefunden habt? Natürlich nicht. Unsichtbare Einflüsse wirken durch mich, durch Valkorion und besonders durch euch. Valkorion hat eure Verbindung zur Macht gestärkt. Vielleicht werdet ihr mächtiger als wir alle. Aber euer bisheriges Training konnte euch nicht auf das vorbereiten, was vor euch liegt. Ihr müsst noch so viel lernen. Folgt uns. Sucht die Antworten im Tal. Ihr werdet erkennen, wenn ihr sie findet. Okidoki. Alter, wie ist sie denn drauf? So, wo war ich denn gerade? Ich war dabei zu erzählen, warum ich fertig bin. Ja, ich habe die letzte Woche extrem viel gearbeitet und das hat man ja schon auf Twitter mitbekommen gehabt, dass ich da geschrieben habe, dass ich auch den Livestream deswegen ausfallen lassen habe. Weil ich einfach
unglaublich alle, wa? Mir hat der Schädel gedröhnt, alles. Und mir geht's immer noch nicht so ganz so gut. Ich bin einfach schlapp. Ich weiß nicht, ob da irgendwie vielleicht was in Anmarsch ist, dass ich krank werde. Das weiß ich einfach nicht. Aber trotzdem gibt es natürlich Videos. Ich glaube, mir könnte sogar ein Arm abgerissen werden. Ich würde trotzdem. Gut, mit einem Arm ist immer schwierig. Die Mächtigsten unter uns konnten nicht gegen die endlosen Legionen von Sakul bestehen. Auch das Sith-Imperium hat diese Lektion zu spät gelernt. Auf zahllosen Welten musste ich mit ansehen, wie sich Jedi opfern, um die unausweichliche Niederlage hinauszuzögern. Wir lassen nicht zu, dass euch das gleiche Schicksal ereilt. Ja, mit einem Arm ist natürlich schwierig zu spielen. Aber sagen wir mal Bein. Wenn mir ein Bein fehlt, selbst dann würde ich noch euch die Videos bringen. Also, alles im grünen Bereich. Oh, ey. Kannst du halt nicht auf gleich verschieben? So. Okidoki. Lagerfeuer. Ich bin im Verborgenen nach Sakul gekommen, um den ewigen Thron mit eigenen Augen zu sehen. Ich trage immer noch die Narben dieser Reise. Irgendwo hier oben? Wo ist denn das andere Lagerfeuer? I don't know, aber hier ist was. Okay, verlorenes Wissen. Dann war da vorne auch eins. Hier ist eins. Ach du Blödmann, ey. Oh. Das ist aber ein neuer Effekt. Oder es wurde bei mir sonst nie dargestellt. War hier irgendwo etwas weiter oben was? Boah, ich steck die Dinger weg. Das Summen geht mir auf den Sack, ey. Alles gelb. Kommen wir an dem vorbei. Boah, die scheiß Drecksdinger haben eine krasse Range, ey. Ach, lass mich los, ey. Ich bin zuerst dran. Geht doch. Mal kurz checken, ob. Hier ist nicht. Okay. Okay, dann wandere ich mal da drüben lang. Aber ich bin echt überarbeitet, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ist einfach heftig im Moment, wie viel überhaupt zu tun ist. Diese ganze scheiß Karnevalsvorbereitung. Ich kann mit Karneval überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ob ihr voll die Jecken seid und voller Mitfeiern seid. Für mich ist es nichts. Meine Zeit des Jahres ist die Gamescom.
Ich liebe die Gamescom. Definitiv. Wenn ihr das auch so seht, schreibt doch mal Hashtag Gamescom in die Kommentare, wenn ihr auch die Gamescom einfach liebt und gerne da seid. Oh, die Arschgeigen, echt, ey. Bin ich vergiftet oder was? Boah, hier ist auch nichts. War das Scheiß? Ah, ich bin blutend. Okay. Da ist er. Den habe ich doch gerade gesucht gehabt. So, tot. Adi. Aber muss ich echt sagen, also Gamescom, ohne Scheiß, ich liebe das Ganze drumherum da. Alles so, was dazugehört. Ich mag es einfach. Von Stand zu Stand schlendern und gucken und sowas. Alles natürlich gehört auch mal Schlange stehen dazu, aber wenn sich's lohnt, dann mache ich es auch gerne. Die letzten Jahre habe ich so einige Stände erlebt, wo es sich nicht gelohnt hat mehr. Aber ich hoffe, das wird in diesem Jahr besser. So, jetzt will sie wieder labern oder was? Ich habe doch noch gar nicht alles. Da oben ist noch was. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Bin ich jetzt total Banane? Hier fehlt doch irgendwas. I don't know. Ich muss da bestimmt gleich erst rüber, oder? Ich muss da wahrscheinlich erstmal mit ihr labern. So, labern wir mal mit ihr kurz. Auf Odessen existieren die helle und dunkle Seite in perfekter Harmonie. Sie formen einen Nexus der Macht. Es gibt noch eine Welt, die so ist. Sakul. Arkan und seine Ritter haben gelernt, die Macht anders zu benutzen als die Jedi und Sith. Darum konnten wir nicht besiegen. Ich habe es mit vielen Kriegern von Sakul aufgenommen. Sie sind gefallen. So wie alle anderen auch. Verwechselt sie nicht mit Arkan. Und seine Schwester ist ein ganz anderes Problem. Jedi sehen in der Macht einen Verbündeten. Die Sith wollen sie versklaven. Aber Arkans Ritter glauben, dass die Macht eine Belohnung dafür ist, einem Ideal zu dienen. Sie haben geschworen, dem ewigen Thron zu dienen. Und je stärker sie dieses Versprechen ehren, desto größer ist ihre Kraft. Die Ritter befolgen jedes Wort ihres Meisters. Und sie würden alles für seinen Triumph opfern. Ihre Hingabe macht sie stark. Ihr müsst noch stärker werden. Ich dachte, nur die Sith streben danach, mächtiger als alle anderen zu werden. Ihr klingt wie Valkorion. Wir haben nichts mit diesem Mann gemeinsam. Darth Maul. Valkorion hat mein Fleisch zerstört. Aber nicht meinen Grund zu existieren. Nichts kann euch jetzt verletzen. Die ganze Panzerung macht keinen Sinn. Diese Erscheinung soll als Erinnerung an mich dienen. Als ein Symbol. Nach meiner Niederlage habe ich einen Verbündeten gesucht, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.
aber nur eine Person in der Galaxis war mir ebenbürtig. Wir haben uns auf dieser Welt getroffen. Wir haben diskutiert, erkundet und eine Vereinbarung gefunden. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit euch teilen. Wenn Jedi und Sith einen Weg gefunden haben, um zusammenzuarbeiten, will ich ihn kennenlernen. Meine Anwesenheit hier überrascht niemanden so sehr wie mich selbst. Aber ich vertraue dem Willen der Macht. Wir bieten keine leeren Versprechungen an, aber auch keinen einfachen Sieg. Wir wollen nur, dass ihr uns unvoreingenommen zuhört und aus unseren Fehlern lernt. Um die Zukunft zu schmieden, müsst ihr erst mit der Vergangenheit brechen. Der Sieg über Arkham erfordert neue Perspektiven und neue Waffen. Folgt dem Willen der Macht in die Wildnis hinter diesem Lager. Findet, was wir dort für euch hinterlassen haben und trefft uns dann in der Höhle. Okidoki. So. Dann gehen wir halt Pinne hüpfen. Okay. Da hat sich gerade einmal bei mir alles zugehauen. Was das war, I don't know. Keine Ahnung. Euer Feind ist durch Mord und Verrat zu seinem Imperium gekommen. Er ist mit der Dunkelheit gut vertraut. Ihr müsst dort zuschlagen, wo er blind ist. Im Inneren. Warum verreckt das blöde Viech denn nicht? Ach, ist ein Silberling. Okay, aber mir fehlen immer noch zwei von drei von diesen Dingern. Einer von dreien. So. Ich suche immer noch diese verlorenen Holocrons. Was sagt denn die Karte hier? Oh, ich habe da vorne eins vergessen. Scheiße, ey. Okidoki, ich mache jetzt hier einen Cut für diese Folge. Hüpf eben zurück, hol das Holocron und dann mache ich in der nächsten Folge hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.